Leute, keine Zeit. Gungrave, Overdose. Willkommen zurück zu diesem Spiel mit mir und Dre auf The Nerd Way of Life. Na? Most of the building's interior is narrow and maze-like. Be on the lookout for enemy ambushes and sneak attacks. We won't be able to provide radio support until you reach the truck. You'll be on your own. Oh nein, wir sind auf uns selbst gestellt. Wie sollen wir das nur machen? Wir werden es rausfinden. Im nächsten Level. Ist es jetzt das Castle? Oder was war das? Ein Schloss? Eine Burg? Ich habe keine Ahnung. Mann, du Fähig. Okay, das ist unspektakulär. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf das kommende Wochenende freue. Weil ich werde nicht arbeiten. Ist das nicht großartig? Das ist doch great news, everyone. Oh shit. Okay. Ich werde endlich mal wieder ein richtiges Spiel Let's Playen können. Ich werde richtig entspannten Let's Play aufnehmen können. Die ganze Nacht durchzocken, Alter. Tatsächlich weiß ich aber bis jetzt auch noch nicht, welches Spiel ich denn überhaupt Let's Playen will. Ich habe ja eine ganze Liste voll. Ich habe ja eine ganze, ich habe ohne Scheiß auf dem Handy eine ganze Liste mit potenziellen Let's Plays. Und jede Woche gefühlt kommt da nochmal wieder was drauf. Oh, was, wo kommt ihr denn her? Ich finde das nicht gut, dass man einfach von hinten nachkampfmäßig angegriffen werden kann. Vom Feuer. Okay. So, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich aufnehmen werde. Was sehen wir da? Ich hoffe, dass ich bis dahin mit Gungrave durch bin. Aber ich bin guter Dinge. Jetzt sollte ich gleich mal ganz kurz stehen bleiben und mein Schild aufladen lassen. Währenddessen zerballere ich hier noch ein bisschen die Umgebung, denn es ist meine Pflicht. Oder legt sich dann mein Schild auch nicht auf? Darf ich gar nichts machen, damit sich mein Schild auflegt? Oh, da ist noch jemand. Ich darf anscheinend gar nichts machen. Okay. Ist ziemlich lame. Dafür, dass man... Okay. Quasi gezwungen ist, die ganze Zeit zu ballern, um seinen Kombometer oben zu halten. Ist das dann doch irgendwie lame, dass der Schild nur dann aufgeladen wird, wenn man... Oh, ist so ein Kick da. Schlag um dich. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee, die Propan-Tanks zu zerschießen, wenn ich dann danach immer durchs Feuer rennen muss. Oh, mach das trotzdem wieder. So, war jetzt hinter mir noch einer? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Aber vor mir ist noch einer. Alter, das Level-Design ist aus dem Arsch! Das war so dumm! Ich wollte zu ihm springen und ihn dann schlagen. Nice, man kann... Okay. Das war ein stärkerer Schlag. Sowas wie ein... Kombo, Schlag-Kombo. Hat sie ja gesagt, der Mann, ne? Kann man den auch aufladen? Nee. Man kann den hier aufladen. Das machen wir mal. Ich finde sowas ja immer merkwürdig. Sagen wir es mal so. Merkwürdig, wenn du durch das Gedrückthalten deiner Schusstaste, Angriffstaste, whatever, deinen Angriff auflädst. Aber I guess es ist so ein Anime-Ding. I'm not too sure. Uiuiuiuiuiui. Hui. What? Alter, Alter, was geht denn hier? Was ist hier los? Kann ich die mal anvisieren? Beyond. Brandon. Also kletter da mal erstmal hoch. So. Und dann machst du einmal den hier bitte. Dann machen wir die noch schnell weg. Ja, mega geil, Alter. Das ist richtig gut. Ja.
Weiter schlagen. Ich verstehe nicht, wie das mit den aufgeladenen Schwingern funktioniert manchmal. Ja, ja. Ah, Schild ausgefallen. Alles klar. Wir bleiben erstmal ein bisschen chillig. Oh, shit. Nein, Brandon. Alter, ich wollte mein Schild aufladen, du AK-schwingendes Arschgesicht. Digga. Da klippt einer durch die Tür. Mindestens einer. Ich habe das Gefühl, das werden nicht weniger. Es wäre besser, wenn ich ganz kurz wirklich in Deckung gehe und einfach warte, dass mein Schild wieder aufgeladen ist, wenn da noch mehr Barrels auf mich zu rollen. Do a barrel roll. Das hat den nicht gekillt? Wer schießt denn jetzt auf mich? Oh! Oh! Also das ist schon nicht... Also da ist schon was los. Ich glaube, ich sollte den besser nehmen. Hier diesen Kugeltanz. Heißt das so? Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das wäre effektiver, weil er ja wirklich 360 Schwünge macht. Oder? Okay, müssen wir mal ganz kurz ein bisschen runter. Dann beginnt die Ballerei. Warte mal, die hat mich... Oh, Alter, das spawnt einfach endlos. Was ist los? Shit, da guckst du einmal auf. Die Uhr willst du direkt... Alter, mit Raketen beschausen. Ne, jetzt ist mein Kombometer down. So, das war's jetzt aber, oder? Da oben steht noch einer, mindestens zwei wahrscheinlich. Okay. Noch einer. So, jetzt machen wir erstmal wieder einen Chili Willy. Vielleicht sollte ich die Folge so nennen, Chili Willy. Weil wir müssen ja sehr viel Chili Willy. Da hinten war einer, habe ich gesehen. Ich lade auf. Oh, wollten mich trappen, Alter? Oder wollten die mich aussperren? Wollten die mich ein- oder aussperren? Weiß man nicht. Manchmal ist der Unterschied zwischen eingesperrt und ausgesperrt sein sehr gering. Bin ich hier mit euch eingesperrt oder seid ihr hier drin mit mir eingesperrt? Ach, guck mal. Ich muss da lang. Aber ich... Dann haben sie mich rausgedrückt? Hat mich das Tor rausgedrückt? Kann das sein? Weil ich stand auch schon drin. Oh, was? Ich habe den aufgeladen. Und durch den Sprung habe ich ihn entladen. Das ist ja unangenehm. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich ärgere mich gerade, dass ich keinen Kaffee mehr habe. Na, endlich mal wieder Musik, Alter. Übermächtige Angriffe, das ist einfach mega geil, Alter. Damit kannst du das Spiel natürlich auch komplett kaputt machen. Aber ich finde, das haben sie hier sehr gut gebalanced. Also du hast hier nie das Gefühl, dass du komplett overpowered bist. Also zumindest nicht wirklich komplett. Alter. Aber es fühlt sich schon ganz geil an, den ganzen Bildschirm einfach zu blockieren mit einem so einen Angriff. Ein bisschen irritierend, aber ich verwechsel immer die normalen weißen Dullis mit den schwertragenden weißen Dullis. Oha. Oha! Komm, 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 wir haben gleich wieder einen Dingsbums. Oha!
Oha, ich werde hier echt hin und her gereicht. Mach mal was, Brandon. Oh, das war wahrscheinlich zu früh. Den hätte ich für die nächste Welle aufbewahren sollen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das übernehme ich nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Kritisch. Ich komme noch ein paar Treffer raus und dann haben wir wieder... Ah, ich hätte noch 10 Treffer oder so machen müssen. Und dann hätte ich wieder einen Super rausscheißen können. Oh nee, bitte nicht am Anfang des Levels. Bitte nicht am Anfang des Levels. Danke. Seht, das ist doch so nämlich. Was für ein großartiges Checkpoint-System. Das ist einfach das beste Spiel der Welt. Okay, dann drücken wir mal den Super raus. Wenn der Schutzschildfeld sagt, müssen wir den Super rausdrücken. Oh, dann habe ich noch die Flecke da, richtig gut. Schon den rauszudrücken. Bin mir nicht sicher. Ja, jetzt. Lohnt sich denn schon, den rauszudrücken? Sätze. Hui! Ah, den hätte ich treffen müssen hinter mir. Come on! Ein bisschen auf die Raketenwerfer natürlich achten. Sehr schön. Okay. Echt? Ausgefallen jetzt schon? Okay, haben wir genug Gegner auf dem Dach? Ja. Okay, weiter geht's. Easy, Alter. Oh shit, was kommt jetzt? Einen habe ich noch. Ich habe noch einen Super. Leute, ich sag's euch. Schutzschild versagt, aber ich habe noch einen Super. Falscher Gegner. Oh Gott, den müssen wir auch direkt benutzen. Ich lade den ein bisschen auf. Ich visiere ihn an. Was? What happened? Was ist passiert? Was ist denn? Die stunnen mich oder so? Okay, nice. Das war gut. Okay, das war nicht so gut, aber es wird besser. Alter, ist der Dicke weg? Ich glaube ja. Der große Rote? Der Rote, einfach totgebissen. Das will ich verdammt, lieber Hund, Junge. Ich muss ein bisschen zusammenreißen. Fokus. Oh, Fokus. Das ist so dumm, dass er... Okay. Nein, ah, das war dumm. Ah, das war so dumm. Das ist einer, oder? Nicht mal einer. Gar keiner. Oh, scheiße. Den Superguard rausgebrochen zu haben, war die dümmste Entscheidung meines jüngeren Lebens. Okay, aber ich muss nur außerhalb dieser Schockwelle... Ah, und ich kann drüber springen wie in Mario 64. Ich bin begeistert. How you doing, sir? Great. We've managed to make it to the truck. We're just beneath your current position. Hurry up and meet us. Kein Problem, ich springe einfach runter. Was sagt ihr dazu?
Sturm? Nein. Oh boy. Wenn wir die Folge jetzt beenden, schaffe ich trotzdem keine mehr. Kacke. Oh, ärgerlich. Jetzt bin ich drin. This is the truck. Enemy in circular formation and closing. Possibility of sudden attack from behind. Breakthrough. Breakthrough. Oh Gott, das ist ja immer noch der Level. Ich habe immer noch die Lebensenergie von eben gerade, als ich diesen mega krassen Boss besiegte. Oh shit, den habe ich kommen sehen, aber nicht schnell genug. Reacted! Oh boy, ein großer mit zwei Raketenwerfern. I see trouble coming my way. In fact, I'm going their way. Oh shit. Und noch kein Super. Okay, wir warten ganz kurz, bis der Schild aufgeladen ist. Laden den Schuss auf und gehen rein. Okay, Super dürfte gleich bereit sein. Ist er? Okay, der ist ja gar kein Problem. Ich dachte, das wäre jetzt voll der Troublemaker. Oh shit, aber dafür kommen noch mehr von seinen Kollegas. Holy crap, wenn Fische an Land gehen, sterben die. I guess it did it not. Fuck. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da. Ah, nein! Nein, ich wollte gerade meinen Super in euch reindrücken. Mit all meiner Superkraft. Seid ihr damit One-Hit? Wahrscheinlich nicht. Du auf jeden Fall nicht. Stirb! I'm Liquid Snakes. Stirb! Wer, wo, was? Du? Die kleinen Minions, Alter. We've regrouped. Excellent. Now all we need to do is get out of here. Okay, ich wollte gerade sagen, es passiert noch irgendwas. I'm putting the hammer way down. Put the pedal to the steel, Alter. Sagt man das so? Ja. Spack's mal die Dings fest hier. Oh nö, Leute, wir müssen noch entkommen. Ich bin noch zum scheiß LKW gekommen. We'll cover the rear. Great. You take the front. Billy, get the lead out or I'll leave you behind. Okay, ich hab zumindest schon mal wieder super. Das ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob was hinter mir ist, keine Ahnung. Wir ballern uns jetzt hier einfach so durch. Aber was ganz Neues im Gun Grain Overdose! Ich bin der schnellste, Baby. Oh shit. Bats! In den Rücken! Mit dem Coffin in den Rücken! Das ist der Coffin Dance. Jetzt müsste ich wissen, wie die Melodie nochmal ging von dem scheiß Meme. Oh, ist das unser Truck? Scheint so. Okay, das ist also ein Schiebelevel. Time for the donations! Okay, wir gehen rein und machen. Super! Weg, super! Nee, weg, warte, jetzt super! Jetzt super aus dem Feuer raus! Super an! Wieso drehen die Ketten von den Dingern durch? Das ist ja albern. Schon mal eine Raupe fahren sehen, Leute? Wenn die Ketten sich drehen, fährt die Raupe. Das ist. A straight-on attack won't work. Go around to the flank. Hab ich mitbekommen, danke. Alter.
Ich finde den Einsatz von, ja, ich weiß, Baufahrzeugen extrem amüsant in diesem Spiel. Wir hatten ja auch schon Gabelstapler und so. Ich komme nicht schnell genug rum. Was ist das für eine Kacke? Schild ist down, Schild ist down, Schild ist down. Das wird richtig kritisch jetzt. Ich habe das Gefühl, dass die Minions immer weiter spawnen. Ich werde... Oh, die Raupen killern müssen. Katapillern. Okay, okay, okay. Jetzt hat die andere mich im Visier. Ja, hat sie. Oh, Schmaus, Alter. Und ich habe immer noch keinen Super. Achtung! Oh, they're coming right at me. Der Raupen schaufeln. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Und super. Und rein. Wenn ich nur die Minions gekillt habe, hat mir das schon geholfen. Das Problem mit dem Sprung ist, ich komme damit zwar aus der Seite, also aus dem Dingsbums, aus der ich komme damit zwar schnell aus der Schusslinie, sozusagen, aus der Fahrlinie, könnte man auch sagen. Aber dadurch, dass Beyond dann immer so ein bisschen liegen bleibt, ist das jetzt dann doch nicht der beste Angriff, der beste Wake, um aus dem Weg zu kommen. Okay, die ist fast down, die ist fast down, die ist fast down. Jetzt nur nicht aufhören, jetzt nur nicht aufhören. Fuck you, Alter. Ich musste irgendwo hin, sonst wäre die andere mir entgegengekommen. Oh! Okay, ist jetzt. Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Nein! Okay, aber wir haben noch einen Super, wir haben noch einen Super, den drücke ich euch jetzt gleich in die Seite. Jetzt. Da habe ich mein Schild wieder halbwegs aktiv. Ich sehe doch was an, Brandon. I'm begging you, boy. Ja, Mann. Die Raupe macht einen Sprung. Hui, ich auch. Wir haben überhaupt gar keine Zeit. Wir haben überhaupt gar keine Zeit. Okay, warte, wenn ich hier einfach so rumlaufe. Ja! Oh nee, das hat klappen müssen. Okay, machen wir Schwertdulli McDulsen erstmal blank. Gott, die Raupe ist noch voll am Start. Oh nein, da kommt ein neuer. Habe ich das richtig gesehen? Da kam gerade ein neuer Schwertmeister. Okay, du bist jetzt schutzlos. Du bist mir so schutzlos ausgeliefert. You gonna die! Ja, und es kommen neue Minions. Holy Combo, Losen! Nee, hör auf. Ja, 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 nee, 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 ja, nee, ja, nee, weiß ich nicht. Oh, 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 ja, 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 ja. Brandon ist so der Kreiselficker, Alter. Oh, das war dumm. Das war dumm. Brandon, das war dumm. Da musst du mitdenken. Ist so eine KI auch ein bisschen, oder nicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir beenden die Folge an dieser Stelle, denn die ist schon viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen, wieder Schwein und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Regen des Grauens kann nun verwendet werden. Ciao.